Zumindest als er noch nicht für die Handelsaufsicht geschuftet hat. Aber wir wissen, wie man ihn nutzbar macht. Und profitabel. Wenn du Octai bei der Aufsicht unsere Forschung gibst, müsste das Percivals Schuld mehr als begleichen. Der sucht immer nach Vorteilen für sich. Es gibt wohl einen Grund, warum die Aufsicht es noch nicht hat. Entschuldigung, wer bist du überhaupt? Oh, ich bin Cambridge. Ich war Percivals Assistent. Oder eher sein Schüler. Er hat mich angestellt, damit ich ihm bei einem seiner Nebenprojekte helfe. Ich kenne all seine Experimente. Und ich wusste, dass das hier was Großes war. Wässriger Hämatit, was ist das? Hauptsächlich Eisen und Abwasser aus 3 Jahrhunderten. Aber nur Percival kann dir sagen, was da an Spurenelementen und so einem Zeug drin ist. Aber er sammelt sich in der Nähe von Siedlungen an und irgendwas im Marsboden wandelt ihn um. Ah, und wir glauben, dass wir eine neue Verwendung dafür gefunden haben. Projekte, habt ihr etwa Camps hergestellt? Nein, 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 nein. Ja, schon, aber medizinische. Ich habe ihm geholfen, das herzustellen, was der Stadt fehlte, und dann haben wir es günstig an die Miner verkauft. Aber die Aufsicht hat davon Wind bekommen und wollte ihren Anteil. Nein, nein, ja, nein. Es gibt wohl einen Grund, warum die Aufsicht das noch nicht hat, oder? Ja. Wir konnten die Forschung nie abschließen. Spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben. Oh je, ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Aber wenn du sie beseitigst, kann ich dir zeigen, wie du die Forschung fertigstellst. Dann kannst du sie der Handelsaufsicht geben und die Leute haben wieder Arbeit in den Tiefminen. Es gibt wieder Jobs. Ich werde ein moderner Volksheld und muss nicht mehr auf einem aufgeblasenen Raumanzug schlafen. Was ist mit den Jobs auf dem Mars? Der größte Arbeitgeber auf dem Mars war immer die Deimos Sternenwerft. Aber nach dem Koloniekrieg brauchte man viel weniger Kriegsschiffe. Weniger Schiffe, weniger Mineralien. Und jede Menge Leute, die händeringend nach Arbeit gesucht haben. Was sind Spacer? Ja, Parasiten und Halsabschneider. Leute aus den Randgebieten des Alls, die jeden erledigen, der in das rein will, was sie als ihr Eigentum auserkoren haben. Auch wenn es ihnen nicht gehört. Seltsam, dass sie den Mars als neues Zuhause gewählt haben. Wir sind zwar nicht das Zentrum von New Atlantis, aber es gibt Orte, an denen sie unbehelligter wären. Ich schätze, die Aufsicht hat ihnen einen Tipp gegeben, als wir da unten gearbeitet haben. Sie wollten halt die Konkurrenz ausschalten. Gut, sag mir einfach, wurde ganz schön viel Arbeit, um sich kein Kissen kaufen zu müssen, aber okay. Gut, sag mir einfach, wo die Mine ist. Ja, ja. Der Zugang zu den Tiefminen liegt außerhalb der Stadt, ist nicht weit. Du musst wahrscheinlich nicht mal dein Schiff nehmen. Wir waren beim Hauptbohrer. Wenn du den Spacer-Anführer ausschaltest, dürfte der Rest die Botschaft verstehen und sich verziehen. Melde dich danach über das Kommfeld bei mir. Dann kann ich dir zeigen, wie du die Forschung zu Ende bringst. Andere Percivals töten den Spaceboss, okay. Dann am Pissen. Ja. Dann speichern hier. So. Ah. Ich will hier raus. So. Cydonia kann ganz schön deprimierend sein. Such dir rechtzeitig Hilfe, bevor das zu einem Problem wird. Ich hab Hilfe. 4 Hilfe habe ich. Fraktion. Töte den Space Boss. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt dahin? Hauptebene. Hört in den Space Boss. Innere Percivals Ratschulden. Wir machen den Space Boss. Ich mir so wie. Oh. Lass das lieber, bevor du noch jemanden triffst. Warum keine Absicht? Mal eben hier die Waffe ausrüsten. Ist das jemals? Lieber, bevor du jemanden triffst. Oha! Hab gar nicht gesehen, da ist ein Helm ab. Sarah? Cydonia ist eine Industriestadt. Ich nehme dir gern etwas. Ich habe geschworen, deine Last zu tragen. So, das ist jetzt ihr Inventar, oder? Ja. Ja, die kannst du ausrüsten. Da ist eine Energie. Wieso hat die. Achso, das habe ich ihr gegeben, ne? Ja. Helme. Dann gebe ich dir einen davon.
So. Zack. Dann mal tschüss. Macht Platz. Wir besorgen jetzt neue Arbeitsplätze. Bedankt euch schon mal. Jetzt werden neue Jobs geschaffen, Jungs. Mädels. Kinders. So. In die Richtung. Oh, sieht schön aus bei Nacht. What the heck is this Vieh? Hier, so eine... So eine Schlange. Bist du erwischt? Verdammte... Ach, das sind die Thermoparasiten. Verdammte Parasiten. Jungs, ich habe Parasiten getötet. Hey, wie kann ich dir helfen? Kam bestimmt von dem Schiff hier. Von dem Parasitenschiff. 900 Meter! Alter Schwede. Ja, moin. 900 Meter laufen, ey. Ui, oder springen. Ui. Ui. Verlassene Minen. Gebäude. Ach so. Hä, was ist da? Blei, also. Sarah Morgan, Frontier. Also, nein. Guck mal, so geht das auch. Und oh, der darf ich nicht schnell hinreisen. Schade. Ich sehe schon da hinten nicht. Die Gebäude. Und hier ist auch ein Weg, hä? Blei vorkommen. Bloi. Hier war nur so lange Blei, bis es welches reden. Besser geht vorbei, bye. Wieso sollte ich jetzt hier einen Außenposten hinstellen? Obwohl hier schon gar nicht schlecht, ne? Hier sind Riesen. Mit der Scanbooster erhöhst du die Reichweite deines Scanners um den Außenposten herum. Versuch es mal. Erstmal hier so, zack. Jetzt die meisten müssen auf einer Ressourcenader platziert werden. Einige Ressourcen kannst du aber auch aus der Atmosphäre abbauen. Muss ich ja hier so ein Ding haben, oder nicht? Extractor, Energie. Windturbine. Was sind Lager? Gebäude, Herstellung, Verteidigung, Möbel, Dekoration, Anzeige. Bauen. Okay. Ist ein Ausgabelink vom Extractor. Blei wird alles dadurch produziert, der Margin an den Tazellbehälter geschickt. Mit Ausgabelinks kannst du Erzeugnisse von Extractor und Bildern lagern. Okay.
Vielleicht habe ich ja hier den Strom. Ja, verstehe schon. Und der braucht ja auch Energie. Wie mache ich das denn nochmal mit der Energie? Kabel, aha. Ach, der stellt 3 Energie her. Fuck. Dann muss er weg. Energie 4. Klar. Hoffentlich reicht das jetzt. Oh, der läuft jetzt. Braucht der keinen Strom? Ey, braucht er nicht. Nur der braucht Strom. Ey, dann kann ich den ja wegtun. Oha, jetzt ist einfach ein der produziert das Blei, ne? Ey, wende dich, mein Freund. Ja, das Blei dann. Cool. Weiß nicht, ob das alles so super sinnvoll ist, aber es wird schon klappen. Damit werde ich mich auf jeden Fall nochmal irgendwann richtig beschäftigen. Das ist jetzt nur so sporadisch nebenbei. Aber könnte nicht schaden, schon mal sowas aufzubauen. Einfach so passiv nebenbei auf die Schnelle. Wer weiß, wofür wir das irgendwann brauchen werden. Ich weiß nicht, ob sich damals das Fallout 4 Crafting-System drauf hatte, hat ja auch gedauert, ey. Manchmal sind halt zu viele Sachen, Optionen auch immer so. Ja, einfach, ich will nicht sagen zu viel, aber zu viel auf einmal, ne, sagen wir so. So. Aha, da sind Spacer. Oh, da oben auch drauf. Habe ich Muni für meinen schallgedämpftes Ding? 45 Schuss. Oh, ich war auf den Steinen drauf. Bitte nicht umgucken. Gehst du freiwillig? Du hast hier nichts verdient. Hey, ich wollte mit dir reden. Lustig. Wir hätten doch erst reden können. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Oha, warum bist du sauer? Ich dachte, der redet jetzt mit mir erstmal, weil er so... Gefahr. Ach, dann kommt scheiß auf. Leise, hab ich nicht. Wo bist du? Der zeigt sich gar nicht. So, Sarah, wir gehen jetzt hier rein und töten alles, was uns in den Weg kommt, ne? Da bist du ja. Nee, ihr werdet hier sterben. Ich hab's doch für dich. Damn, Sarah, holy shit, ist einfach reingelaufen und hat einen ins Gesicht geschlagen. Sarah?
euch. Dich mache ich platt. Sarah? Oh, da hinten. Ist überhaupt kein Problem. Warum bist du so sauer? Verbrühe den einfach nur. Warum hat er den einfach nur verprügeln? Du hast eine Waffe. Wohin das alles wohl für? Hast du was Nützliches? Du hast eine Waffe. Nutz die doch. Oha, ich bin übelst überladen. Wegen dem ganzen scheiß Eisen, ne? Nimm mal alles. Was habe ich noch? Kobold. Kobalt. Wieso habe ich Ben tot dabei, Alter? Keiner weiß es. Ich habe neue Kleidung. Das sieht cool aus. Mehr Tragekapazität. I take it. So. Ich habe gerade auch neue Waffen bekommen, ne? Physik. Physik. Physischer Schaden, meine ich. Zwölf Schaden ist, glaube ich. Matt hat auch nur vier, ne? Gebe ich ihr die. Nehme ich eine von den beiden. Gebe ich ihr trotzdem noch die mit. Kleidung. Also, nee. Anzüge. Habe ich da was Neues? Sternvagabond. Sarah. Nimm du mal die. Okay. So. Wo ihre Pistole macht sogar mehr Damage. Dann bleib bei deiner Pistole. The fuck. Ich hab gar nichts getan, Sarah. Beruhige dich. Tschüss. Muss er nicht auf mich zählen. Medipack. Oha, hier Sachen. I like that. Boah, erstmal eine Rauchen. Erstmal eine Schmoken. Müsste sehen, was das da ist. Ne, ich fand das Inventar bei Skyrim ein bisschen besser, wo man so, wo sich da was geöffnet hat. Damit man direkt sehen konnte, was man da lootet. Quasi. Weil nur die Namen, das. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so hilfreich. Equinox konnte ich mir jetzt merken, aber auch nur, weil ich die viermal gelesen habe, den Namen. Jetzt in kürzester Zeit, aber ansonsten. Kalibrierte Grände, Grände. Sweet, sweet Grand Line. Wir passieren und ab in die verlassene Mine. Der schleicht so langsam, ne? Das ist auch furchtbar. Lohnt sich Sneaky ja gar nicht, ey. Hallo? Na klar. Sesam, öffne dich. Okay, die wissen alle direkt, dass ich hier bin. Oh, die sind alle wütend. Holy shit. So. Ich sehe nichts. Brauchst nicht sehen. Ist ein Kopf, ne? Zack. Oh shit. Wollte schon sagen, Sarah, hilfst du auch mal? Links, rechts, links, rechts. So, zack. Hurricane. Ist der oben einer? Ja. Ah, ich wurde erschossen.
Oh, Salat. Da. So. Der fiel meiner Kugel zum Opfer. Okay, die hat richtig Bock. So, ein Toter mehr. Munition. Ihr verdammten Schweine! Euch lasse ich nicht davon kommen. Und looten nebenbei. Tür verriegelt, entsperren Meister. Das ist zu schwierig. Lass mich entscheiden, was zu schwierig ist. Physischer Schaden 6. Ach so könnte ich. Ah, mit R. Ja, dann habe ich nichts gesagt mit dem Inventar. Zack. Und zum Navigator. Geheimer Außenposten. Nehme ich. Oh, Whisky-Trinkbällchen könnte ich nehmen. Mit Anzug und sowas gerne mitnehmen. Ist die Slate über den geheimen Außenposten. Wo ist denn das? Bei sonstiges? Notizen da. Treue gegenüber der Crew, schon klar, aber scheiß darauf. Töte, wenn es sein muss, um nach Denebola LB zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten, eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Guck mal, hier waren nur so Explosivfässer, ne? Der war noch. Oha, guck dir das an. Ein robuster Anzug. Ich will die Gwen jetzt eigentlich mitnehmen, weil das ist halt alles. Alles Sachen zum Verkaufen, ne? Das reizt mich, das alles zu verkaufen, zu verkleinern, kaputt zu machen. Ich bin so lootgeil, ey. Meine Tragekapazität ist so unbrauchbar. Kann man doch nicht alle Sachen da hinwerfen und. Dann lasse ich da alles liegen. Das geht doch nicht. War ja nicht nur eine Leiche. Wenn dann hier, ne? Ja. Die sind legit weggelaufen. What the fuck? Komm, scheiß auf. Sarah! Ah, ja. Ich verlange nicht mehr auf dem Mars. Ich trage nur Luxus. Ja, ja. Die ist auch fast voll, ne? Aber ich bin voller. Ist der besser? Nee, ne, der ist besser. Den ich hab. Wie benutze ich eigentlich die Booster? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Einmal zack. 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 Oha. Das Knife ist aber besser. Hier, wenn du eine Rettungsaktion willst, kannst du benutzen. Ansonsten. Hier. Rucksack, der den. Okay. Wieso benutzt ihr jetzt nicht ihre Waffe? So. Du musst los? Weiß ich noch nicht. So, ich will einmal gucken. Einstellungen. Tastenbelegung. Steht hier irgendwo Booster? Raumschiff. Menü. Behälter, Außenposten. Terminal.
Sicherheit! Sternkarte zum Schiff. Da so viele Sachen, ne? Ich blicke gar nichts. Schiffsbilder. Schiffsinfo. Ne, muss er dann irgendwo hier bei Hauptgameplay. Devian, Kraft. Schnell Skills. Oh. Ah. Gefunden. Ich war gerade was am Ausprobieren. Aber hier mit Z scheint der Booster zu funktionieren. So ein bisschen. Die da raus, Alter. Was ist das denn? Oha. Credits nehme ich. Was ist das denn für eine Waffe? Ist sogar besser als die, die ich jetzt habe. Nee, schlechter. Scheiße. Aufeinanderfolgendes Treffer verursacht jeweils höheren Schaden. Energiewaffe. Okay. Erstmal bleibe ich bei der Pistole hier. Weiter geht's. Komm mal hier. Jesus! What the hell? Hört auf mich zu schießen! Aua. Die haben mich gut getroffen. Muss mein Leben ein bisschen mehr im Blick halten. Gerade Leben. Schnell speichern. Ich weiß nicht, was da explodiert ist, aber... Dein Leben endet hier. Nehmen wir, was wir kriegen können. Das habe ich vor. Oh shit! What the hell? Steht in mir drin und wird nicht getroffen. Noch eine Equinox. Was haben wir denn hier? Oha. Credits, I like that. Kann ich hier irgendwas hacken? Ein Tablet. Achso, ich dachte, da ist jetzt nur so ein geheimer Raum oder so. Rohrzange. Hier ist schon mal nichts mehr. Was haben wir hier noch? Wo ich die Alte erschossen habe. Ein Jim Carrey. Okay. So, hier unten. Was hast du? Schrotflinte. Oha! Oha! Alter, so viele Tasten. Gib mal her, das Ding, das sieht gut aus. So, wie mach ich nochmal, nee. Wenn ich das hier nicht, wenn ich hier drauf bin, mal Favorit machen. Favorit B. Auf die 1. Favorit auf die 2. Dann defavorisiere ich auf die 5. Okay. Ihr schlitzt euch alle auf. Was denn einer mit? Wieder kommt ein Irrer mit Schwert.